Also, das setzt sich jetzt hier fort ohne Anschluss. Lichtgeschwindigkeit am 1. März mit der Mistelforschung in Pforzheim und mir ist jetzt gerade das Gerät abgestürzt und ich habe den Verdacht, es ist nicht beschädigt worden, es funktioniert. Es ist so ein scharfer Wind, ich hoffe, ich habe nicht zu starke Windgeräusche. Also NSU-Listen, die verschwiegen worden sind, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder wer immer, ich weiß es ja nicht. Es mag ja auch sein, dass da wirklich obere Entscheider, Minister oder bis hin zu Parteizentralen oder wer immer dann die Entscheidung hat, gesagt wurde, diese Listen geben wir mal nicht heraus. Jetzt hat der Untersuchungsausschuss also die Listen bekommen mit Namen von Beteiligten, Infrastruktur, Mitorganisatoren angeblich dieser Mordserie und der Untersuchungsausschuss sagt nun, so unabhängig wie er ist, es ist ganz eindeutig, wenn man diese Listen hatte und benutzt hätte, hätte man sozusagen die ganzen Mordgeschichten teilweise verhindern können. Die gesuchten Personen, die ja hier beschuldigt werden, waren ja damals gesucht und wurden nicht gefunden und man hat nun auf diesen Listen sozusagen Zugangsmöglichkeiten nachgewiesen, aber dem Untersuchungsausschuss hat man diese Listen nun wieder verheimlicht. So, und wenn ich das jetzt Stück für Stück aufdrösele wie so ein Aufribbeln eines gestrickten Pullovers, dann komme ich dazu, wir haben Bundestagswahlkampf, die Regierungschefin der CDU, Frau Dr. Angela Merkel ist hauptverantwortlich dafür, dass hier immer nur in der Zeitung steht, alles Mögliche stimmt nicht, Namenslisten wurden unterdrückt und so weiter. Wo ist die entscheidende hauptverantwortliche Person? Die Regierungskoalition CDU, CSU, FDP? Wo ist der Innenminister CSU Hans-Peter Friedrich aus Bayern? Wo sind die? Wie verletzen die ihre Pflichten? Und wir in einer Situation in Deutschland und in Europa, wo das Vertrauen von den Regierenden immer mehr überstrapaziert wird und die Leute den Regierungen weglaufen. Sie züchten sozusagen eine revolutionäre Stimmung. So sieht das aus mit diesen albernen Listen. Da wird kein Mensch mehr von lebendig, der ermordet worden ist, wer immer die ermordet hat, aber dass die türkischen Angehörigen von den Ermordeten keine Lust haben, beim Bundespräsidenten Händchen zu halten, das wird einem doch dabei ganz deutlich. Also hier ohne Maisfutter, ohne Pestizide und auch ohne, ja das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, es vibriert hier nicht die Luft. Wenn man jetzt sagt, hier sind Strahlungen in der Luft, dann merke ich insbesondere einfach nur die Kälte. Jetzt habe ich die ganze Zeit das Wackelgerät wackeln lassen, damit es nicht wieder abstürzt vom Wind und dann wird mir YouTube wahrscheinlich sagen, wir haben gewackelt. Ja, also das ist jetzt mal hier ein Wackelvideo. Die NSU-Namenslisten beim BND, dem Untersuchungsausschuss vom Bundestag, zu verheimlichen, ist das allerletzte und müsste sofort zur Entlassung des Bundesinnenministers führen und zur Demission der Kanzlerin Dr. Merkel. Und dann habe ich schon gesagt, wir haben ja keine bessere. Ja, so ist das aus. So sieht das aus. Das ist ein echtes Drama. Und damit hier Lichtgeschwindigkeit am 1.